Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von City Skylines hier in unserer Stadt Philadelphia. Ja, wir wollten ja nach dem kleinen Industrieausflug über 2 Folgen waren das jetzt oder sogar 3. Es war kein Desaster als letztes, aber irgendwie habe ich es nicht so ganz verstanden, warum die jetzt nicht da hinten hin liefern. Aber vielleicht wird das noch. Aber wir wollten uns jetzt einfach als erstes mal um den Zoo kümmern. Und deswegen gehen wir rein in unseren wunderschönen Zoo, der ja so mittlerweile ausschaut. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das gucken wir uns vorher mal an, wo ist es nochmal genau? Hier bei dem Elephant. Da haben wir nämlich jetzt das Affengehege neu dazu. Ups, das war zu weit. Hier das der Affenpalast, so heißt er. Und das Giraffengehege. Und was wir ja auch noch nicht gebaut haben, ist die Anlage für Meereslebewesen, die ja wahnsinnig groß ist. Wir haben die Fläche hier noch zur Verfügung, da müssen wir irgendwie mit auskommen, sonst muss ich vielleicht dann doch nochmal in der Breite hier ein bisschen was abreißen. Aber der Plan wäre, dass wir damit auskommen. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie groß die sind. Das Giraffengehege, hui, guck mal, wie ist in der Luft hier. Das Giraffengehege geht von der Größe und der Affenpalast auch. Während dieses Teil hier wirklich groß ist und ich immer noch nicht verstehe, was es für eine... Eine Küste, ach, da brauchen wir eine Küste für. Jetzt verstehe ich es, was darunter steht. Da muss man nur lesen. Ja, das macht natürlich Sinn, dass man da eine Küste hat. Aber die haben wir natürlich jetzt hier nicht möglich. Also die nächste Küste, ein bisschen entfernt. Das kriegen wir wohl dann nicht hin. Das war mir auch neu, dass man das braucht. Naja, gut, dann können wir jetzt nur die anderen beiden neuen noch bauen. Wie gesagt, einmal Giraffen und einmal die Affen. Ich könnte mir vorstellen, passt das so? Ja, das würde so passen. Wenn wir das nämlich dann hier so hinmachen, so rum und da hinten einen Weg hinmachen, würde mir das gefallen. Und das der Affenpalast, ja, den kann man ja hier so parallel machen. Ja, das ist gut. Dann gehen wir mal auf die Wege. Die Wege vom Zoo sind manchmal hier hinten. Sie sind nicht unergründlich, sondern hier hinten. So, wie viel Platz brauchen wir? Ich glaube, so viel nicht. Gucken wir mal, ob das ausreicht für die Giraffen. Ja, das sollte ausreichen. Ach, die haben übrigens auch sowas, dass man... Ach, die sind hoch, guck mal. Da kommen wir gleich... Ja, dann kann man hinten wieder rausgehen. Das finde ich trotzdem gut. Ich zeige euch gleich, was meine Gedanken waren. Manchmal springt man da ja. So, hoffe, dass das mittig ist. Zack, bum, bang. So, das Giraffen, weil die ja so groß sind anscheinend, werden wir auch erhöht darauf hingewiesen sozusagen. So, und wir wollen jetzt rund werden, damit wir hier wieder raus können. Oder? Ja doch, wir müssen ja auch irgendwo wieder raus. Ja, man soll auch ein bisschen laufen in einem Zoo. Das ist schon... Schon gut so. So einfach, ich weiß es nicht. Ja. Ist jetzt nicht oberhässlich, oder? Egal. Wir machen das so und wir werden das Affengehege, will ich immer sagen, aber es ist der Affenpalast. Die Herrschaften bekommen einen Palast. Den werden wir dann hier hinsetzen. Und somit haben wir beide 9 Sachen schon gebaut, sind in unserer Attraktivität allerdings noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Schaut mal, oder muss ich das erst anmachen? Wir machen auch mal an, ist ja auch alles kein Ding. 1324, hat er das jetzt immer noch? Ne, das musste noch einmal gedownloadet werden, 1695. Heißt aber trotzdem, dass wir noch nicht das erreicht haben. Ja, Wasser, das ist jetzt richtig. Wasser ist natürlich für die Tiere sehr, sehr wichtig. Wollen wir auch nicht unserer Pflicht... Das habe ich jetzt hier gebaut. Egal, lass das direkt mal ansetzen. So. Also wir haben noch nicht genügend Attraktivität, um nach aufzusteigen. Ich meine, die Zuschauer... Ich will ja mal Zuschauer sagen, ich tue es dann auch immer, ne? Aber die Besucher sind natürlich dann eine Sache, aber so kommen wir trotzdem nicht weiter. Deswegen müssen wir jetzt wahrscheinlich Dinge entweder doppelt bauen... Ich meine, nochmal irgendwie hier mit Toiletten. Wir haben hier 2x Toiletten, nochmal einen Café, einen Shop.
das wir hier vorne auch haben. Also das können wir sicherlich hier hinten nochmal hin machen. Aber dann müssen wir eher lieber eine Sache doppelt bauen. Gucken wir nochmal. Das haben wir, das haben wir, das können wir nicht. Das Elefantengehege hatten wir ja. Das war das hier, ne? Gucken wir mal kurz. Das sind die Elefanten, die Flamingos, die Insekten, die Vögel und die Elch- und Rentiere. Wenn wir uns das alles gemerkt haben, Elefanten, Flamingos, richtig, Insekten, ach, das Bison haben wir noch gar nicht, siehst du? Antilopen haben wir die? Ne, hatte ich doch jetzt gerade nicht aufgeführt, ne? Vogelhaus und Elch und Rentier. Also definitiv haben wir die Bison, das Bisongehege nicht. Die haben auch so einen Hochsitz sozusagen. Und das Antilopengehege haben wir auch nicht. Aber das ist klein und süß. Oder haben wir das hier vorne? Habe ich das irgendwo verpasst? Nee. Haben wir tatsächlich nicht. Dann gehen wir mit dem Kleinen auf diese Seite. Und zwar würde ich dort einmal. Dahin wandern, um das hier dran zu setzen. So. Wie weit sind wir jetzt? Jetzt sind wir bei 1,8. Ich denke mal, wenn wir jetzt das Bison machen, dass wir dann hinkommen. Und das Bison ist wieder so, das würde ich dann schon so schräg machen, also in die Richtung machen. Das ist nämlich dann wieder mit so einem Hochstand. Da. Ist aber jetzt genau falsch rum. Na, warum macht er das? Weil er da vorne sich die Ecke genommen hat. So, dann wieder die Wege dranbringen. Was war das denn für ein Sound? Dann gehen wir so da rein, das ist doch auch schön. So, dann kann man das nachher wieder mit ein paar Pelmchen machen. Aber entscheidend ist erstmal, dass wir wahrscheinlich die nächste und fünfte letzte Stufe erreichen. Genau, 2003. Man muss alles anscheinend bauen, wobei die dann glücklicherweise das Meeres Einwohnergedönse weggelassen haben, weil wir natürlich dafür nicht die Möglichkeiten haben, wenn wir das so bauen, wie wir es gebaut haben. Ja. Okay. Der Zaun übrigens, trotz der Zaun, sag ich schon, der Weg gefällt mir trotzdem nicht. Das müssen wir nochmal wegmachen, Leute, weil das zu nah am Zaun ist. Ich möchte den Zaun jetzt auch nicht groß umstellen. Dann gucken wir lieber mal, ob wir da. Ja, das ist so schräg, wollte ich da nicht dran. So. Warum macht er das nicht? Der Zaun ist eh schräg, zumindest sieht es so aus. Das haben wir eh schon mal gesagt. Wieder ganz neue Sounds hier im Nachts im Museum. Ja, das funktioniert so aber nicht. Können wir knicken? Oder wir gehen halt hier raus. Bleib doch mal gerade. Können hier wieder zurück. Einmal rumherum. Man soll ja, wie ich schon mal sagte, im Zoo ein bisschen laufen. Wir kommen nur jetzt hier durch die Toilette nicht raus. Wir probieren einfach mal. Das ist schön. Müssen wir letztendlich die Toilette doch versetzen. Die zweite. Ich meine, grundsätzlich reicht ja auch eine aus. Haben wir uns ja schon gesagt, wir wollten nur. Wollen wir hier hingehen? Erstmal ja. Ich weiß ja nicht, was da noch so kommt.
So, wir können die, das kann man so lassen, guck mal, dass da auch noch mal ein paar Bänke sind. Das war ja jetzt das Café, da kann man sich hinsetzen und die Toiletten und das Souvenirlädchen. Ne, alles gut, das können wir so lassen, aber wir wollen einmal noch mit den natürlich hier runter, wobei das wahrscheinlich jetzt nicht funktioniert. Aber so. Und das sieht ja auch schön aus. Jetzt hat man einmal so einen kleinen Rundgang. Mal, wo er hier auch herläuft, oder ist er am Joggen? Er läuft, er geht ganz normal zu dem japanischen Garten. Wo ist der denn? Na, ist aber noch ein bisschen vor dir. Gut. Hätten wir das Maximum erreicht, unser Besucherzahl bei 5,5 von 10. Was wir jetzt noch kurz machen, ist den Zaun zu vervollständigen. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Da. Ganz links wahrscheinlich. Oder doch rechts? Ne, links. So. So. Würde ich das erstmal machen. Ja, da kommen wir auf jeden Fall nicht mit hin. Und das wird wahrscheinlich auch bedeuten, dass wir diese Feuerwehr, genau, dass wir die verlegen müssen. Weil wir brauchen ja noch, wir kriegen ja noch. Hi, ganz aufgeregt. Hier hinten zwei, glaube ich, sind noch offen. Ja. Zwei sind offen. Man kann, also das Nashorngehege, man kann es nämlich schon sehen, und das Löwengehege. Hui, die Löwen natürlich ganz am Ende. Das zieht die Leute natürlich auch durch den Park durch, weil jeder möchte Löwen sehen. Traumhaft schön. Könnt jetzt kommen, ihr Besucher. Wobei der Parkplatz an sich überhaupt nicht wirklich genutzt wird, muss ich sagen. Die Leute kommen zu Fuß. Und wenn man das mal auch mal noch schaut, der will zum Affenpalast. Aber wo wohnt der? Ach, das ist Tourist. Hier, der wohnt in der Komm. Man muss das auch mal analysieren. In der Bedford Residence. Das ist hier. Das ist in Roxborough schon. Ja, also der ist jetzt nicht. Er ist vielleicht zu Fuß gegangen. Er ist erwachsen aus armen Verhältnissen. Aber er leistet sich unseren Zoo. Das finde ich gut. Müssen wir doch Rabatte machen. Sie möchte, ist Tourist, sie möchte nur auf Toilette. Ich möchte noch mal einen anderen sehen. Da wohnt in der Amber Residenz. In Fishtown. Nein, also der hat den Weg gefunden. Wenn man jetzt noch zeigen würde. Ach, guck mal, kann man sogar. Oder? Nee, doch nicht. Dazu wird alles gezeigt. Ich hatte jetzt gedacht, man sieht, wie der gefahren ist oder gegangen ist. Aber der wird ja nicht hierüber gefahren sein. Nee, schade. Also, wie gesagt, ich hatte mir schon erhofft, dass die U-Bahn nutzen, die ja hier immerhin endet. Vielleicht tun sie es ja auch, ne? Das kann ja durchaus sein. Und wir können ja hier durchaus auch mal, fällt mir gerade ein, wir haben ja hier die Möglichkeit, auch Fußgänger was zu machen. Hier ein Fußgängerüberweg. Macht man das einfach so? Also eine Ampel muss es aber eigentlich nicht sein, ne? Aber ein Fußgänger. Zebrastreifen heißt halt Zebrastreifen. Ah, die wollen das aber doch mit einer Ampel verbinden. Kann man gar nicht ausstellen. Oder habe ich gerade nur falsch geklickt? Ne, kann man nicht. Aber es geht auch keiner rüber. Also wenn es interessieren, tut es trotzdem keinen. Wir hatten doch eine Brücke schon hier drüber gemacht, ne? Hier drüber. Die auch fleißig benutzt wird, wie man sieht. Und wenn wir hier versuchen auch, aber das wird wahrscheinlich zu knapp werden. Wir können es ja mal versuchen. Weil über den Zebrastreifen geht irgendwie keiner. Wir können schon von hier starten. Bitte gerade. Können wir schon von hier starten. Ort ist bereits belegt. Gib nicht auf, ich mache es noch einmal steiler. Und ich werde belohnt. Nur nicht mit dem finalen Ende. Das wird mir verwehrt. Da müssen wir vielleicht noch ein Stückchen weitergehen.
Der sieht auch schräg aus, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ne, so kommt der jedes Mal drauf. Wir müssen irgendwie ein bisschen schräg werden. Wir können ja hier dann doch sagen... So einen Zickzack-Kurs wollen wir aber auch nicht. Der ist nämlich jetzt, hat jetzt... Ne, das wollen wir aber auch nicht. Wenn ich was sehen würde durch die Bäume, ne? Und wenn ich von hier anfange... Zum Beispiel so. Ja, perfekt. Manchmal muss man andere Wege gehen. So, jetzt könnt ihr nämlich hier drüber. Jetzt können wir den dusseligen Kreisverkehr, den Dings hier wieder wegmachen, wenn er das macht. Ich möchte nicht die Straße abreißen, ne? Ich möchte das Ding hier abreißen. Das sieht aber nach Straße aus, was der mir hier vorschlägt. Das hier. Ach, einfach mit Rechtsklick. Okay, gut. Wird die Brücke benutzt. Wir müssen ein bisschen was an Bäumen wegmachen. Die ragen nämlich hier in den Dings hinein. So, der benutzt es schon. Wo kommt der her? Ganz aufgeregt. Er ist Tourist. Das ist schön, aber wo willst du hin? Guck mal, wir können das ja mal hier beobachten, wenn die hier lang gehen. Ach, hier haben sie die Straße benutzt. Guck mal, da sind sie rübergegangen. Unseren eigenen haben sie nicht benutzt, aber den nehmen sie. Übrigens war es jetzt nicht... Guck mal, hier was für ein Bug, ne? Aber gut. Ist auf jeden Fall ein Service für die Leute, dass sie das nutzen können. Einer hat es gerade schon getan. Und hier ist ein riesen Verkehrschaos. Ist so, wie es ist. Ja, was kann man sonst tun für die Touristen? Also sprich für, dass hier noch welche hinkommen. Ich hatte ja eine Buslinie auch schon mal gesagt, dass man die natürlich hier machen könnte. Aber so ähnlich wie ich es beim Lino Beach gemacht habe, da können wir ja auch noch mal reingucken, was das letztendlich gebracht hat. Also sprich, wie viele Leute da so mit dem Bus fahren. Da sind wir ja jetzt auch schon Level 4 und haben fast die Zuschauer... die Besucherzahl erreicht, der verzeiht mir, wenn ich Zuschauer sage. Ne? Ich habe übrigens den Preis nicht erhöht, dann machen die das automatisch. Naja, aber dafür fehlt uns hier noch die Unterhaltungsgeschichte. Da müssen wir gleich nochmal dran, weil sonst wird das nichts mit dem Aufleveln. Hier ist gerade einer weggefahren, er hat 21 Leute eingeladen und hat 11 rausgelassen. Also immerhin, wenn wir die Liniendetails uns mal anschauen... Das ist ja nur, da sind jetzt 21 drin, das ist ja nur der Shuttle-Bus, der zum Lino World fährt. Da ist ja jetzt nicht, der hält ja nirgendwo anders. Ne? Und die können umsteigen im S-Bahnhof. Natürlich können wir das jetzt hier auch machen. Wir könnten jetzt hier auch eine Bushaltestelle hinmachen, die an der Metro vorbeigeht. Und mal kurz die komplette Geschichte aufrufen. Ja gut, wenn die können dann hier umsteigen, ne? Aber wie wir auch sehen, gehen ja auch viele zu Fuß. Ich meine, es ist ja auch keine Entfernung und die gehen ja gerne zu Fuß. Ne? Also irgendwie einen Shuttlebus jetzt von hier oben rüber zu bringen, also von dem Bahnhof. Übrigens wird der Parkplatz hier sehr gut genutzt. Das finde ich schon mal gut. In dem Industriegebiet, in dem Wohngebiet wird es angenommen, während andere da nicht angenommen werden. Wobei ich hier, also hier sowieso noch nicht, weil hier nicht sehr viel ist. Und der hier durch die Sporthalle hatte ich jetzt die Hoffnung. Nö, aber auch nicht. Sind denn da schon Besucher? Ja, immerhin. 66, 33. Die Attraktivität liegt bei 45. Es kommt so langsam. Aber wir wollen uns nicht verzwicken hier. Wir wollen wissen, ob wir das irgendwie die Leute da noch hinbringen können. Wie gesagt, wenn wir hier in der Metrostation, wo ist sie? Ich dachte, die wäre auch hier. Ah, hier hinten ist sie. Lass mal eine Menschenansammlung. Hier ist die Metro. Da stehen übrigens 639 Leute. Wir wissen, dass die U2 sehr bevölkert ist. Da haben wir ja schon zwei weitere Züge reingesetzt.
Aber auch die können zu Fuß gehen. Ne? Das ist ja alles machbar. Und selbst wenn die nicht zu Fuß gehen wollen, können die eine Station mit der U-Bahn fahren und von hier aus zu Fuß gehen. Also ich finde das jetzt gar nicht so notwendig. Was wir aber machen können, oh, hier ist übrigens was voll. Dann leeren wir mal. Der ist 70%, 88. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Dass wir da vielleicht die Taxi-Geschichte mal so hinbringen können. Weiß ich nicht. Vielleicht bringt das was. Ne? Aber letztendlich ist, glaube ich, das relativ safe, dass dieses Wohngebiet hier jetzt schon dahin kommt, während die hier raus vielleicht nicht kommen, die Besucher. Ne? Man kann ja auch die Besucher nochmal analysieren. Also sprich, hier, das ist ein Tourist. Sterling Black Whale. Wohnt in der Buchenresidenz. Der kommt aus Fishtown. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal. Also ich glaube schon, dass die Leute da hinkommen, wenn sie hinkommen wollen. Ich weiß aber jetzt ehrlich einzuschätzen, ob diese 5.800 Besucher, ob das jetzt viel ist oder wenig ist. Das kann ich gerade nicht so sagen. Also ich finde ihn auf jeden Fall schön, so wie wir ihn gesetzt haben. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Auch wenn hier dieser Parkplatz jetzt nicht so wahnsinnig besucht wird. Diese zwei, eigentlich könnte man einen abreißen, aber es sieht eigentlich ganz schön aus. Ich hatte übrigens auch mal überlegt, ob wir vielleicht dann hier, wenn wir schon mal das Ding hier stehen haben, vielleicht das Stadion hier hinbauen. Das war das Opernhaus, das sieht aber nur sehr ähnlich aus hier. Na, wenn wir das hier hinbauen, dann wäre das ja auch für den Parkplatz ganz interessant. Das ist außerhalb, der Lärm wird jetzt nicht. Also ihr müsst, der innere Ring ist für den Lärm, okay. Da würden wir jetzt nichts tangieren, wenn wir unten hingehen. Und der andere, größere grüne Ring ist aber auch für das, ja schön, dass ihr sowas habt. Ne? Also ne? Für das Positive, für den Smiley. Das würden wir hier natürlich gar nicht ausnutzen. Also hier so ein bisschen, aber hier sind wir ja auch schon gut grundsätzlich. Die haben jetzt hier so gar nichts, aber ein Stadion hier mitten rein, wo sowieso schon viel Verkehr ist. Deswegen fände ich es nicht verkehrt. Auf der einen Seite, wenn wir jetzt vermuten, dass wir zu wenig Besucher haben oder zu wenig wie möglich, weil wir halt nicht citynah sind, dann ist natürlich so ein Stadion dahin zu bringen auch nichts. Ne? Das kostet immerhin 4.000, glaube ich, pro Woche. Ne? Das ist ja schon nicht heftig. Ja gut, wir werden uns das nochmal überlegen. Ich werde den Zoo noch ein bisschen hübsch machen und dann werden wir zu Anfang der nächsten Folge nochmal kurz zu Lino World gehen, um dort auch diese Geschichte auszubreiten. Und dann müssen wir uns angucken, was wir weiter mit Industrie machen, wie wir sehen. Hier haben wir übrigens kein Wasser. Das ist wieder die Geschichte mit einmal mittendurch. Habe ich da leider ein bisschen falsch gebaut. Ja, da müssen wir schauen, was wir mit der Industrie machen. Da ist der Balken relativ hoch und das Gewerbe ebenfalls. Aber all das in der nächsten Folge. Ich sage erstmal wieder danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis demnächst. Ciao, ciao.